Servus, willkommen zurück zu Portal Prelude. Wir sind in Test Chamber 14 stehen geblieben. Und ich habe endlich den Untertitel aktiviert, ja. Sogar die Sprachausgabe ist manchmal in Deutsch, aber ich weiß nicht, ob das so relevant ist. So, jetzt machen wir nämlich Folgendes. Machen wir mal kurz das hier, damit wir die da oben abschießen können. Sogar die Sprachausgabe ist in Deutsch. Teilweise. Nicht alles, aber teilweise. So, und dann machen wir das nochmal auf der Seite. So. Dann knallen wir den nochmal so ab. Wunderbar. Wow, aufpassen auf den Ball. Wollen nicht nochmal sterben. Ja, lass mich in Ruhe. Gut. Okay, das Portal hier unten ist weg. Und da unten ist ein Cube und da oben dürften, glaube ich, auch noch mal welche sein, oder? Irgendwo waren auf jeden Fall noch welche. Glaube ich, weiß ich nicht. Da bist du. Au. Jemand da? Ja, da ist noch irgendwo jemand. Ah, genau hier. So, dann gucken wir doch noch mal. Ich glaube hier. Ich bin mir nicht sicher. Gucken mal kurz durch. Ja. Der wurde nicht richtig getroffen. Da sollten wir ihn getroffen haben. So, dann gucken wir doch nochmal hoch. Ob wir den denn getroffen haben. Nein. Dann erledigen wir dich eben so. Ach, da waren auch noch welche. Dann gucken wir doch da unten auch nochmal. Nee, da war keiner. Das Geilste ist, wenn wir hier drauf gehen, dann sind da unten so Dingens. Also auch wieder Geschütztürme. Und dann sollten wir eigentlich bald einen Cube kriegen von denen. Leute? I need a Cube. Ach, da müssen wir, glaube ich, erst noch das Dingens hier aktivieren. Bevor wir unseren Cube kriegen. Aber wo war der? Wo war der? War das hier oben? Nee. Das war hier drin. Der war hier drinnen. So. Dann brauchen wir hier noch einen. Da. Und da müssen wir uns da unten hinstellen, dass die Tür aufgeht. Und das Ding, glaube ich, aktiviert ist. Genau. So. Kriegen wir jetzt einen zweiten Cube? Ich weiß es nicht. Oder ging es anders? Ich muss gerade selber mal überlegen. Ich glaube, wir brauchen den Cube von hier oben. Wir brauchen den Cube von hier oben und müssen den hier unten hinstellen. Ich glaube, so war's. Genau. Dann können wir nämlich hier so rein. Aber wie kriegen wir nochmal das Ding hier weg? Ich glaube, müssen wir gar nicht. Aber wir müssen den Cube von da unten wieder wegbringen. So. Das heißt, wir gehen wieder nach unten. Schießen hier unser blaues Portal hin. Nehmen uns hier den Cube mal weg. Drücken den Button. Stellen das hier drauf. Dann sind wir da draußen. Wunderbar. Und gehen hier wieder rein. Die Tore sind jetzt zu. Das heißt, wir können hier getrost wieder runter. Und dann müssen wir einfach nur noch hier hochspringen. Oder irgendwie hochkommen, sagen wir es so. Irgendwie! Wenn ich nicht so retarded wäre. Geht zumindest irgendwie. Oder wir machen es einfach so. Was nicht geht. Weil wir dumm sind.
Wir sind dumm, oh mein Gott. Nee, das muss so irgendwie... Das war schon die Höhe. Da müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. So, da einmal durch. Ah, das geht so nicht. Das muss aber so gehen. Irgendwie... Fuja! Da brauche ich, glaube ich, noch ein paar Versuche. Sorry, Leute. Ah, das war sogar gar nicht mal so schlecht. So, nochmal hier rein, nochmal da rein. Das war scheiße. So, dann einmal hier. Das war nicht gut. Oh Mann. Das war auch gar nicht mal so schlecht. Jetzt muss ich mal hier gucken. Möglichst weit vorne rein. Das war scheiße. Möglichst weit vorne rein. Ich darf da nicht dran dotzen. Aber wir machen das einfach mal auf der Höhe. Vielleicht geht's dann besser. Oder noch ein kleines Stück. Hier so hin. Ja, das sollte funktionieren. Wenn ich da nicht hängen bleiben würde. Puh, ja. So, nochmal. Oh, ich bin zu blöd dafür, echt. Es tut mir leid. Geht doch. Was? Oh, nett. Some of the newcomers were really sick. Yes. Do you remember Joshua? I never saw him anymore after that. Anyway, good luck for the 15th room. Die sind so heftig, die Typen, ohne Scheiß. So, hier müssen wir erstmal den Cube hier drauf. Dann geht nämlich diese Wand hier raus. Das ist wieder so ein blödes Geschicklichkeitsding, weil hier hinten ist ein Button. So. Müssen wir mal gucken. Das muss so. Dann drücken wir erst das. Dann das. Und dann den hier. Und dann müssen wir hier hin und dahin Portal. Und das möglichst schnell. Und das war zu langsam. Puh. Okay, nochmal auf Neues, da kam die... das Plop-Dingens nicht raus. So, einmal den Schalter. Einmal den, einmal den. Brauchen wir hier ein und da ein. Oh, das war so daneben. Komm, ich brauch einen neuen. Komm schon! Ah. Oh oh. So. Auf ein neues. Einmal drücken. Nochmal drücken. Den hier drücken. Dann hier einen hin. Und da einen hin. So, jetzt aber. Und die Tür ist offen. Den Cube nehmen wir uns mit. Den brauchen wir. Der nächste Raum ist toll und wie ihr vielleicht gemerkt habt, das hier ist grün. Das heißt, hier können wir Cubes durchnehmen. Allerdings unsere Portale gehen weg. Warum wir hier aufpassen sollten? Ja, genau deswegen. Ah, das geht so nicht. Na, da müssen wir aufpassen, weil da hinten ist ja ein Cube. Das war... sogar die richtige Richtung. So. Da können wir hier hin. Das machen wir doch gleich mal. Da können wir hier hin. Und da sind wir sicher. Dann können wir hier wieder durch. Dann haben wir hier unseren schönen Cube. Na genau, da kann ich die Portale nicht durchschießen. Da muss ich, ja, da muss ich aufpassen. Weil das Ding röstet uns alles weg. So, hier sind wir sicher. Dann können wir gleich hier hin.
Da warten wir noch mal, bis das Ding hier weggeht. Genau jetzt. Und dann können wir hier durch. Jetzt müssen wir nur noch hier oben hin. Und wir haben den Cube zerstört. Wunderbar. Nochmal zurück. Auf ein neues. Na, da kann ich ja nicht durchschießen. Oh mein Gott. Okay, das war dumm. Da war ich ein bisschen zu schnell unterwegs. So, durch hier. So, da muss ich jetzt aufpassen. Genau jetzt. So. Dann hier durch und dann sind wir draußen. Und dann können wir durch die Tür durch. Geil. Was? Ach du Schande. Er hat Scheiße gesagt und es brennt. Ha? Leute, was ist los? Okay, you were right. I don't like this idea. This place is not meant. Where is she going? No idea. Keine Ahnung. Toll. Ja, wie es ihnen halt nicht gefällt, dass sie uns nicht beobachten können. Aber hier muss ich, glaube ich, darüber. Genau. Aber hier ist auch noch ein Cube. Können wir da durch? Nee, da ist die Tür zu. Den Cube brauchen wir nämlich noch. Und zwar, um da oben hinzukommen. So. Stellen wir mal die Portale hier um. Müssen wir hier nur noch hochkommen. Irgendwie. Ja, genau hier. So. Müssen wir erstmal die ganzen Geschütze hier entsorgen. So wie den hier. Konnten wir da nicht irgendwie was hinschießen? Ich weiß es gar nicht. Au. So, dann schalten wir mal den hier unten aus. So, dann haben wir den schon mal. Weil da müssen wir echt aufpassen auf den Raum. Ich brauche den Cube wieder. Ah, wie habe ich das denn gemacht? So, dann nochmal hier hoch. Wie habe ich den erledigt? Ich weiß es echt nicht. Ich glaube, wenn ich da hier hingehe, dann bin ich tot. Ich habe den kaputt gemacht. Ich nehme ja mal so einen Cube mit. Trick 17. Ah, ich brauche den Cube. Ich brauche den Cube. Ah, bleibt hier. Ich brauche den Cube. Ah, perfekt. So. Dann können wir den schon mal ausschalten. Die unteren sind, glaube ich, nicht so relevant, oder? Doch, die sind relevant. Hier war einer. Aber den brauchen wir nicht. So, dann können wir uns mal um die unteren hier kümmern. Auf den Boden können wir nicht ballern, super. So. Können wir uns um die hier kümmern. Da ist noch einer. Da schmeißen wir mal den Cube drauf. Hoffen, dass das so funktioniert. Nicht. Aua. So, dann haben wir den weg. Dann brauchen wir nur noch den da.
Ja, wie die halt immer noch stehen. Und Chill-Modus aktiviert. Lass mich runter. Aua. Ich bin dir nicht. Sag mal. Nein, mir hier alles gegen die Backe, echt. Ich verzeihe dir. Okay, da sind wir falsch. Irgendwo mussten wir lang. Ich weiß noch nicht mehr wo. Da tut sich was. Ach da, durch die Tür durch. Wow. Ja, wir machen hier mal im nächsten Part weiter. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.